Und so funktioniert es. Der Kunde möchte einen Kredit über 10.000 Euro. Seine Bank muss dafür 1-3%, also mindestens 100 Euro, bei der Zentralbank als Reserve hinterlegen. Das ist alles. Dafür darf seine Bank quasi per Knopfdruck die Kreditsumme von 10.000 Euro auf das Konto des Kunden überweisen. Die Bank schöpft also aus 100 Euro 10.000 Euro elektronisches Geld und kassiert dafür Zinsen. Die Giralgeldschöpfung, eine Lizenz zum Geldverdienen. Die Banken sind natürlich glücklich, dass sie die Geldschöpfung betreiben können, weil ihnen das einen Freiheitsspielraum gibt und sie da diese sogenannte Seniorage, also den Geldschöpfungsgewinn, einkassieren können. Das sind immerhin ein paar Milliarden im Jahr. Wer würde gern darauf verzichten? Die garantiert nicht. Vor allem die Großbanken haben mit dieser Giralgeldschöpfung die Geldflut gewaltig vergrößert. Um das Finanzsystem wieder zu bändigen, könnte den privaten Banken das Privileg zur Geldschöpfung genommen werden. In der Schweiz tut sich schon was. Die Vollgeld-Initiative tritt für sicheres, für voll gedecktes Geld ein. Schluss mit dem Privileg der großen Banken, elektronisches Geld auf Knopfdruck in die Welt zu bringen. 90% des ganzen Geldes, das sind nur noch Zahlen in den Computern der Banken. Und dieses Geld wird von den Banken produziert. Und das ist das, was uns Bauchweh macht und was wir ändern möchten. Private Banken dürfen nur noch dann Kredite vergeben, wenn sie das Geld auch tatsächlich im Tresor haben. Zu 100% abgesichert. Also keine Giralgeldschöpfung mehr für die Privatbanken. Und auch die Zinsgewinne aus diesem Privileg kommen dann der Nationalbank zugute. Gewinner dabei die Allgemeinheit. Deren Wohl ist die Nationalbank ohnehin verpflichtet.